Dann gehen wir mal in diese Richtung. Hoppala. Bin gerade aus Versehen an meine Maus gekommen, weil ich meine Stoppuhr starten wollte. So, das können wir eigentlich auch ausmachen. Was stört da unten eigentlich auch nur? Oh, hier ist schon wieder überall. Hier können schon wieder überall Monster kommen. Ich hasse es. Irgendwo ist ein Zombie runtergefallen. Aber wo? Draußen scheint übrigens wieder Tag zu sein. Das ist wunderschön. Da ist es einigermaßen hell. Okay. Oh, schon wieder so eine ekelhafte Musik, was absolut nichts mit Musik zu tun hat hier. Wäh, Wahnsinn. Okay. Immer schön von oben nach unten arbeiten. Das klang jetzt irgendwie falsch, gell? Da hinten schaut sehr interessant aus. Wo? Da? Spinny. Ich mag immer einen bestimmten Weg gehen und dann laufe ich einen anderen Weg und dann finde ich den anderen Weg schon wieder gar nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder keine Fackeln mehr. Wahnsinn. Was wir hier unten schon alles verteilt haben. Müsste man sich mal eine Version von einem Map-Editor anschauen, von der Map. Da kann man ja auch unterirdisch mal gucken, wie es da so aussieht. Okay. Alter, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Das gibt's doch nicht. Als ob sie sich abgesprochen hätten. Heftig. Da höre ich auf jeden Fall noch eine Spinne. Oder waren das die Sterbenslaute? Nee, da ist auf jeden Fall noch eine Spinne irgendwo. Also dieses Knockback ist echt Gold wert. Alter, du Scheißspinne. Wahnsinn. Essen wir erstmal was und dann schauen wir mal, dass wir da vorne nach links kommen. Kann von da noch was kommen? Nee. Oder laufen wir hier erstmal nach rechts? Außerdem ist das da hinten Sand und Sandstone, glaube ich. Okay, dann komm mal her, dann kriegst du hier eins in die Fresse, das ist ja kein Problem. Wir haben ja genug Schwerthiebe für alle. So. Sind wir so weit oben? WTF? Ja, wir kommen doch schon. Gedulde dich. Mein lieber Zombie-Mann. Hä, wo ist denn der? Der hat doch hier gerade rumgeheult. Komisch. Nee, hier ist auch überall Sandstone. Ich glaube, wir sind... Ja, wir sind direkt unterm Wasser, aber wir sind auch auf richtiger Höhe. Auf 49er Höhe, okay. Das ist eine Sackgasse? Nee. Doch, tatsächlich. Okay. Puh. Na, da kommen wir nicht hin. Dann machen wir das anders. Machen wir das so, dass wir hier so hochkommen. Das ist aber auch eine Sackgasse, oder? Ja, tatsächlich. Wo kamen wir jetzt her? Ich habe mich ja jetzt schon verlaufen. Wahnsinn. Unser Haus ist dort drüben. Okay. So. Da ist auch noch extrem dunkel. Hier haben wir uns hochgearbeitet. Genau. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wo machst du, Ja, das ist doch eine schöne Musik. Okay. Irgendwo laufen Gegner rum. Auf Erde. Hier geht's wieder runter, okay. Hm.
Waren wir hier schon mal? Also, wir waren hier auf jeden Fall schon mal, aber von welcher Seite aus? Da sehe ich Cobblestone von uns. Na? Na, da kommt schon wieder so ein Creeper. Ei, ich hasse diese Viecher. Okay, da kommt er auf jeden Fall. Doch, er kommt da vorbei. Hättest wenigstens den Zombie mitnehmen können, Arschloch. Okay. Ich höre hier überall Gegner, überall. Allen voran Skelette, die uns wieder mit ihren ekelhaften Pfeilen durchbohren wollen. Wie viel Gold hier rumflackt, Wahnsinn. Reißen wir das mal raus. Das können wir ja für beschleunigte Schienen benutzen. Also diese Speed-Schienen. Also die Schienen, die auf Speed sind. Diese Junkie-Schienen, die kennt man ja. Vom Bahnhof. Am Hauptbahnhof lungern die öfter mal rum, diese Junkie-Schienen. So. Ja, das war natürlich sehr klug, hier eine Fackel neben der Fackel zu hauen. Aber da seht ihr mal, wie angespannt ich eigentlich gerade bin, weil ich gerade wirklich die ganze Zeit Monster höre, aber keine Ahnung, wo sie sich befinden. Bis sie uns die Socken ausziehen. Und auch ein paar andere Kleidungsstücke. Hm. Also ich höre überall Gegner, aber ich sehe keine Gegner. Sind die da unten irgendwo? Das ist auf jeden Fall arg dunkel hier. Hier kann überall was spawnen. Das da unten ist ein Creeper, Mann. Okay. Ich glaube, hier unten sind sie. Nein, aber da geht es nochmal sehr tief runter. Okay. Basteln uns mal hier so einen Abstieg. Ja, fang an zu platzen oder explodieren. Wird dir nichts bringen. Scheiß Creeper, Mann. So, überall Lava. Das war der... Ich kann mich an diesen Abstieg erinnern, den wir uns hier gebastelt haben. Ich kann mich dran erinnern. Da haben wir das Wasser ausgemacht. Okay. Oder war das hier irgendwo? Doch, da mit Koppel haben wir, glaube ich, das Wasser ausgemacht. Gut, ich habe einigermaßen Überblick auf ihn. Haben wir schon wieder 64 Fackeln verballert? Wahnsinn, wir müssen hier bald raus. Wir müssen hier wirklich bald raus. Heftig. Basteln wir uns mal hier komplett Sticks draus. So. Da sind wir rausgekommen. Alles klar, dann gucken wir uns hier mal um, ob wir hier vielleicht irgendwo Diamanten finden. Aber ich glaube, das wird nichts. Nehmen wir uns mal das Eisen derweil. Oh, was war das? Kurzen Frame-Einbruch. Oh, da unten ist Lava. Okay. Könnte sich natürlich auch hier um um Slimes handeln. Nein, natürlich nicht um Slimes, aber hier gibt es sicher irgendwo Diamanten. Deswegen werden wir uns das hier jetzt mal in Ruhe angucken. Hier sind wir, glaube ich, nämlich einigermaßen sicher. Hier kann uns nicht viel passieren. Außer, dass ich mich vor der Musik erschrecke und in die Lava fall. Wir könnten natürlich hier links von uns immer so einen Wall aufrechterhalten, der uns quasi vor der Lava schützt. Dass wir da nicht unnötig reinfallen. Gut, aber da ist jetzt, glaube ich, nichts. Dann brauchen wir uns da nicht ranarbeiten. Ich muss mich mal kurz umsetzen. So, alles klar. Ich habe ja echt Angst. Wobei die Lava hier nur eins hoch zu sein scheint.
So, sehr schön. Schöne Musik. Schöne, schöne Musik. Hier gibt es sicher irgendwo Diamanten, Freunde. Ach, ich möchte mir jetzt aber von da oben erstmal das Gold holen. Das schaut von da oben nämlich so schön. Na, super, sehr klug. Eigentlich wollte ich genauso. Ich habe echt Schiss, wenn ich hier rumlaufe. Wahnsinn. Das machen wir jetzt mal zu, weil die Gefahr, dass ich da reinfall, ist ziemlich groß, weil ich bin einfach nur doof. Deswegen kann das schon mal passieren. So. Einmal das Gold hier rausgenommen. Sehr schön. Dann mal wieder runter, oder? So, alles klar. Dann mal wieder ausleuchten. Da ist ein bisschen Redstone. Wir sind auf 11er Höhe. Okay. Ah, cool, hier kommen wir rüber. Sehr schön. Erstmal keine Gegner, okay. Gut, dann können wir uns vielleicht in die Richtung arbeiten. Da war ein Lichtbug. Ah, hier geht's auch nochmal runter. Würde ich sagen, machen wir das mal. So, okay, hier sind erstmal keine Diamanten in direkter Nähe. Aber vielleicht sollten wir uns hier einfach mal ein bisschen rumgraben. Schaden tut das nämlich, glaube ich, nicht. Wir haben eh noch einiges an Spitzhacken da. Eisenspitzhacken haben wir sogar noch 2 oder 1,5. Na gut, mit der anderen zusammen haben wir ungefähr 1,5. Cool, von hinten kommt keiner, okay. Na, wobei, hier scheint es nicht viel zu geben. Wenn jetzt Diamant an der Decke aufpoppt von den Blöcken, die wir hier abbauen. Eisen, okay. Oh, und die Musik schon wieder, Wahnsinn. Ich mach mal weiter. Okay. Gut, hier ist erstmal keiner. Und das Schwert hält echt lange, Wahnsinn. Smite und Knockback, okay. Über uns war gerade Wasser. Da ist auf jeden Fall niemand. Okay. Ich muss beim Runterspringen echt aufpassen, dass wir nicht irgendwo in Lava springen. Das kann nämlich ziemlich schnell passieren. So, waren wir da oben schon? Ja, schaut ganz danach aus. Schauen wir mal, ob wir hier vorbeikommen. Ne? Ah ja, dann mal hier hinter. Wobei da unten, glaube ich, Lava ist, oder? Nee, erstmal nicht. Schauen wir mal, ob wir da hinten irgendwas finden. Okay. Oh, meine Kontaktlinse. Kleinen Moment, bitte. Okay, alles klar. Allzu viel scheint es hier nicht mehr zu geben. Okay. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich nehme sofort zurück, was ich gesagt habe. Hätte mich auch gewundert, wenn diese Höhle irgendwo ein Ende genommen hätte. Creepermann, hallo. Da unten ist noch extrem viel Lava. Wenn ich wüsste, wo die Schlucht ist, würde ich mich jetzt in die Richtung arbeiten. Da hinten muss die Schlucht irgendwo sein. Da oben ist noch dunkel, das schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Okay. Vielleicht kommen wir von hier sogar rüber. Oh, diese 2 Millionen Gänge, das macht mich langsam echt nervlich kaputt. Da hinten waren wir schon mal, okay. Und ein Zombie sagt, kommen wir da hin? Nee. Na gut, Fackel verloren. Nehmen wir mal das ganze Eisen hier mit. Haben wir da überhaupt noch Platz im Inventar?
30 Stück können wir noch auf den einen Stack packen. Okay, das sind 4. 6. 7. 8. 9. 43, sehr schön. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir den Ausgang suchen sollen. Oder ob wir hier noch ein bisschen drin bleiben. Weil ich werde die Aufnahmesession auf jeden Fall gleich beenden. Weil das ist jetzt, glaube ich, schon die 5. oder 6. Folge. Ich kann auch gerade gar nicht mehr. Bin wirklich müde. Merkt man vielleicht auch am Kommentar, der so ein bisschen nachlässt. Nehmen wir mal das hier. Alter, was hier für... Wie viel Eisen es hier gibt. Da unten auch nochmal. Da noch eine Fackel. Hm. Wahnsinn. Na, das können wir schon nicht mal mehr aufheben. Packen wir mal die Pilze weg. Okay. Da ist noch ein bisschen dunkel. Da hinten waren wir schon. Wow, da unten ist ziemlich viel los. Nee, das ist eigentlich nur eine Spinne. Okay. Waren wir da unten schon? Warum haben wir da das Eisen nicht rausgenommen? Ach, weil wir hier gar nicht waren. Okay. Leuchten wir da mal kurz aus und dann hoffen und aus dem Augenwinkel natürlich schauen, dass da nichts kommt von links. Hey, Gold, sehr schön. So. Nee, ich würde sagen, ich logge in der Höhle aus und dann schauen wir mal nächstes Mal, hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich würde gern bis Folge 50 hier unten bleiben. Und dann quasi kurz vor Folge 50, ja. Oh, das schaut doch schön. Oh, da hinten ist dunkel. Vor Folge 50 an unserem Haus sein und... Ja, dass ich dann quasi die Map zur Verfügung stellen kann. Weil das wird ja mit Folge 50, mit oder nach Folge 50, ich glaube mit Folge 50, online gestellt. Alter, war da gerade so ein Atmen in der Musik? Das hat mir gerade... Na gut, die Hosen vielleicht nicht ausgezogen, aber... Nee, Redstone brauchen wir. Schmeißen wir den Schmarrn weg. Brauchen wir absolut nicht. So, was sagt die Uhr? 18 Minuten und 1.47 Uhr. Okay. How we do this, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Wo sollen wir ausloggen? Ist das überhaupt sicher, wenn wir hier ausloggen? Weil im Prinzip passiert ja nichts, wenn... Weg mit dir. Nein, 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 nein. Wow, wobei hier wird es gerade interessant. Soll ich noch eine Folge aufnehmen? Ich muss schlafen, verdammt. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Schau dir wieder so interessant aus. Wahnsinn. Ja, komm doch hoch, du Blödian. Oh, Wahnsinn, der ist ja noch blöder als die Schafe und die Kühe, die uns nicht folgen wollen. Ach, die sind bescheuert. Die sind echt ein bisschen bescheuert. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hier hinten. Wobei es hier schon wieder in eine ganz andere Richtung geht. Wahnsinn, jetzt kommen wahrscheinlich wieder 5 Gänge. Alter. Das sind fucking Slimes. Diesmal sind es wirklich Slimes. Und ich werde die jetzt in dieser Folge finden. Ich mache diese Folge einfach deutlich länger. Wo? Ja, jetzt verarscht mich hier mit Slimes. Kommt, fangt an. Hehe. Diesmal finde ich euch, meine Freunde. Diesmal finde ich euch. Dieses Mal finde ich euch. Jetzt muss ich hören.
Hier sind sie. Die sind sehr nah, die sind sehr nah. Oh, hier tropfen sie. Ja, Slimy. Komm schon runter, komm schon runter. Ich brauche Slime Balls. Sehr schön, da oben ist noch eins. Komm runter, komm runter. Komm zu Papa, komm hierher. Komm hierher. Ja, brav. Oh, da oben ist eine Spinne. Okay, jetzt müssen wir irgendwas aus dem Inventar schmeißen. Da. Ich hätte gerne die Slime Balls, bitte. Dankeschön. Alter, du Scheiß-Skelett. Ich bring deine ganze Familie um. Wahnsinn. Freunde, wir haben Slimes. Hihi. Das finde ich jetzt lustig. Das finde ich jetzt wirklich, wirklich lustig. Haben wir sie endlich gefunden, die kleinen Stinker. Und 4 Slime Balls. Das heißt, wir können uns 4 Sticky Pistons basteln. Ich bin richtig, richtig, richtig happy, dass wir hier lang gelaufen sind. Das hat sich doch wirklich gelohnt. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich werde mich jetzt direkt hier ausloggen. Ich hoffe, das wird kein Fehler sein. Und dann schauen wir mal, dass wir hier eventuell langsam mal rauskommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen um 18 Uhr. Ciao.